Also ehrlich gesagt möchte ich persönlich nicht in der Haut von Jerome Powell stecken, denn er hat jetzt die wahrscheinlich schwierigste Gratwanderung seiner Karriere vor sich. Erstens, weil er erklären muss, warum er plötzlich umgefallen ist. Vorher monatelang erzählen, Inflation Transitory macht euch mal ganz locker. Dann kaum ist er neu nominiert als Fed-Chef, erzählt er plötzlich das Gegenteil, nichts Transitory. Wir müssen jetzt die Inflation bekämpfen, als sei er einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Vielleicht wird es da die eine oder andere kritische Nachfrage geben. In dieser Hinsicht aber noch schwieriger wahrscheinlich als die Beantwortung solcher Fragen dürfte sein, dass er eben auf der einen Seite die Aktienmärkte, die jetzt in einer etwas fragileren Situation sind, nicht komplett erschrecken darf, also nicht den Fehler wiederholen darf, den er im Dezember 2018 machte, als er gesagt hatte, Bilanzreduzierung auf Autopilot, dann die Märkte abverkauft, dann musste er kurze Zeit später komplett zurückrudern. Das wird er sich jetzt nicht leisten können. Er kann jetzt nicht die nächste Wende vollziehen. Vier Stück hat er schon vollzogen. Jetzt plötzlich zu sagen, nee, habe ich alles nicht so gemeint mit der Bekämpfung der Inflation, das wird nicht funktionieren. Auf der anderen Seite muss er aber auch hawkisch argumentieren. Er muss zeigen, dass die Fed es ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation. Warum? Weil eben sonst die Inflationserwartungen weiter nach oben gehen, wenn die Leute sehen, oh, die Fed, die macht nichts wirklich, die redet ein bisschen, aber dann, wenn es darauf ankommt, dann zieht sie den Schwanz ein und lässt die Dinge ihren Lauf. Dementsprechend würden die Inflationserwartungen steigen und dann eben als Self-Fulfilling Prophecy eine noch höhere Inflation nach sich ziehen. Also sehr delikate Geschichte heute. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier etwa ein Artikel auf CNBC, die Fed is expected to take a very big step toward its first rate hike. Ja, dieses Tapering, dieses beschleunigte Tapering gilt praktisch als Vorlauf dann für den ersten, für die erste Zinsanhebung. Eine Wildcard, also ein ungewisses Szenario gewissermaßen, ist die Bilanzsumme $8,7 Billionen. Kurz vor Corona waren es 4,1, wir haben uns also mehr als verdoppelt und die Fed könnte sozusagen gar nicht mit Zinsanhebungen agieren, sondern eine Art Straffung der Geldpolitik machen, indem sie die Bilanzsumme wieder reduziert. Wie könnte sie das machen? Indem sie auslaufende Anleihen, die sie im Rahmen ihres QE erworben hat, schlichtweg nicht verlängert oder einfach auslaufen lässt und nicht neu ersetzt oder diese auslaufenden Anleihen nicht durch neue ersetzt. Alleine das wäre schon ein ziemlich interessantes Ding. Wahrscheinlich wird die Fed das öffentlich jetzt heute nicht kommunizieren. Wir könnten es aber dann in den sogenannten Minutes sehen, also im Protokoll der US-Notenbank, die wir dann einige Wochen später bekommen werden. Ja, was kann er machen? Also er könnte auf der einen Seite sagen, mit Omikron alles sehr, sehr unsicher. Also er könnte so ein bisschen die Virusangst schüren. Nur er hat bisher schon Gelegenheiten gehabt, das zu tun. Da wussten wir noch weniger über Omikron als jetzt. Und er hat es nicht getan. Er hat gesagt, ja, ich schätze die Lage nicht so ein wie damals im März 2020. Also er hat das eher runtergespielt. Warum soll er es jetzt nach oben spielen? Zweite Möglichkeit wäre zu sagen, Inflation, die könnte jetzt wirklich schon an ihrem Peak gewesen sein. Aber da gibt es auch einige Probleme. Erstens ist mindestens bis März nächsten Jahres der Basiseffekt eher ungünstig. Das heißt, wir hatten bis März letzten Jahres eben fallende Preise. Das heißt, das, was dann im Vergleich zum Vorjahresmonat gemeldet wird, wird vergleichsweise hoch bleiben. Und dazu kommen zwei maßgebliche Faktoren, die extrem wichtig sind. Und diese Faktoren wird auch Jerome Powell kennen. Deswegen glaube ich nicht, dass er von Peak Inflation sprechen wird. Erstens, die Mieten, die Shelter Costs, die in etwa ein Drittel der Inflationsberechnung ausmachen. Jetzt sind die steigenden Hauspreise ja nicht berücksichtigt in der Inflationsberechnung, aber jetzt schlagen eben in den nächsten Monaten immer mehr diese gestiegenen Mieten hier zu Buche. Hier mal eine Grafik der Deutschen Bank, hier sehen wir die Mieten bums nach oben und CPI, also die Verbraucherpreise, die dürften dem folgen. Also wir sind wahrscheinlich noch nicht auf dem Top, zumindest wenn es nach Mieten geht. Und gestern hatten wir ja diese massiv gestiegenen Erzeugerpreise, höchster Wert ever,
den wir da gesehen haben mit 9,6% zum Vorjahresmonat und auch zum Vormonat mit plus 0,8 deutlich höher. Jetzt sagt hier etwa Julian Pritchen, ja, schaut euch mal diese Erzeugerpreise an. Wenn wir die 6 Monats analysierte Rate nehmen, dann sind wir bei 14,3%. Das ist noch deutlich höher als die Headline. Das heißt, auch hier dürfte keine Entspannung sein bei den Erzeugerpreisen. Die Erzeugerpreise wiederum sind eine Art Vorläufer für die Verbraucherpreise, also für Inflation. Dementsprechend wenig Potenzial hier zu sagen, wir sind Peak Inflation. Und gestern der Chef der Bank of America, Monahan, im Interview mit der CNBC, der sagt, also die Konsumenten, die geben so viel Geld aus wie noch nie, hat er noch nie gesehen in der Form. Aber sie beginnen sich Sorgen zu machen, die verdienen zwar mehr Geld jetzt, aber sie beginnen sich Sorgen zu machen, dass ihre Löhne nicht mithalten können mit der Inflationsrate. Und der NFIB, also diese Umfrage unter kleineren Unternehmen, hat gezeigt, dass eine Lohnpreisspirale in den USA schon absolut der Fall ist, anders als bei uns in Europa. Wir sehen, dass die Compensation Plans auf Rekordhoch sind und auch die Erwartung, dass man selbst die Preise anheben wird, also die Unternehmen die Preise anheben werden, sind auf einem Allzeithoch. Also wie kann man da von Peak Inflation sprechen? Das ist nicht wirklich überzeugend. Omikron, wie gesagt, da hatte Paul schon eine Gelegenheit. Also wo kriegt er die dovische Story her, die er auch an die Märkte bringen muss, damit die nicht wirklich hier Stress machen und stark verunsichert sind? Denn das kann er nicht wirklich wollen, der gute Jerome. Es ist das erste Mal, wie Sven Henrik bemerkt, dass die Fed eigentlich in einen Bärenmarkt tapert. Warum Bärenmarkt? Offiziell ja nicht. Die Indizes ja nach wie vor in der Nähe von Allzeithochs, aber die allermeisten Aktien sind in einem Bärenmarkt. Wir sehen hier den Nasdaq Breadth, also die Marktbreite, die Aktien, die etwa über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln, der praktisch ja als ein Kriterium dafür gilt, ob eine Aktie im Bullenmarkt ist oder eher in einem Bärenmarkt. Dementsprechend ist da schon viel Porzellan zerschlagen worden. Diese Grafik hatte ich gestern schon gezeigt. Das ist jetzt Konsenserwartung. 30 Milliarden Tapering, also Reduzierung der Anleihekäufe, das würde bedeuten im März 2022 fertig und im Juni dann erste Zinsanhebungen, dann 3 Zinsanhebungen in 2022, 3 in 3 in 2023. Das ist die Konsenserwartung. Wichtig wird heute auch bei der FED-Sitzung zunächst mal die Projections, also das, was die Fed erwartet in Sachen Inflation einerseits und was sie erwartet in Sachen Wirtschaftsentwicklung andererseits und was sie selber für Zinssätze erwartet, die sogenannten Dot-Plots. Und hier sehen wir mal diese Dot-Plots. Wir hatten bisher eine Zinsanhebung in diesen Dot-Plots von den Fed-Mitgliedern für 2022. Jetzt dürften es 2 werden, so die Erwartung. Hier sehen wir also, wie die Dinge sich entwickeln, dann 3 in 2023 und 4 in 2024, also dass bis 2024 4 Zinsanhebungen passiert sind. Jedenfalls, das wird ein wichtiger Faktor sein. Da wird die Fed schon kommunizieren, wie hawkisch oder weniger hawkisch sie ist. Da mit solchen Dingen kann man Mitteilungen, kann man Botschaften an die Märkte in gewisser Weise senden. Hier sehen wir mal die Projektion von Goldman Sachs, wie die sich das vorstellen. Erste Zinsanhebung im Mai, dann eine zweite im Juli, dritte im November. Aber wichtig wird vor allem das sein, was die Fed zu ihrem Mandat sagt. Sie hat ja 2 sozusagen Standardmandate. Erstes Mal Vollbeschäftigung, also Arbeitsmarkt auf der einen Seite und dann Preisstabilität auf der anderen Seite. Bisher hat Jerome Powell, bevor er diese hawkische Wende, diesen Umfaller vollzogen hat, immer auf den Arbeitsmarkt verwiesen und gesagt, guckst du, Arbeitsmarkt ist noch nicht so wirklich stark auf der Brust, also können wir natürlich die Geldpolitik nicht straffen. Jetzt pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass es viel mehr Jobs als Arbeitslose gibt, also das ist schlechterdings als Argument nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt werden wir wahrscheinlich sehen im Fed-Statement dann, das um 20 Uhr dann kommen wird, statt der Formulierung supporting the labor market requires Patient Policy, also die Unterstützung des Arbeitsmarktes erfordert eine geduldige Politik, wird es jetzt wohl heißen, den Arbeitsmarkt zu unterstützen, erfordert Maintaining Price Stability, also dass man sozusagen hier diese Preisstabilität jetzt als oberste Priorität setzen muss, statt bisher, wie noch bei der letzten FED-Sitzung, eben den Arbeitsmarkt. Wenn wir uns mal die Euro-Dollar-Futures anschauen,
Das ist nicht das Währungspaar Euro-Dollar, sondern das sind die Future-Märkte, die die Zinserwartungen einpreisen. Dann erwartet man, dass die Leitzinsen im Dezember 2025 nicht höher sind als im Jahr 2023. Man erwartet also, dass die Fed irgendwann aufhören muss, die Zinsen anzuhebeln, weil es eben der Wirtschaft schadet. Wir sehen als Hoffnungszeichen in Sachen Inflation, dass vor allem im Dienstleistungssektor eigentlich die Inflation nicht über dem historischen Trend liegt bisher, im Dienstleistungssektor wohl, aber bei dem Manufacturing, also im Gewerbe, da geht es massiv nach oben, eben aufgrund von Materialmangel, aufgrund der gestiegenen Rohstoffkosten, Lieferengpässe etc. sind ja die Kosten für die Unternehmen deutlich gestiegen, die vor allem etwas produzieren, die irgendwelche Vorgüter brauchen, um dann die ganze Geschichte zu verkaufen. Ja, ich hatte vorhin schon 2018 erwähnt, diesen Autopilot-Fehler, wenn man so will, von Jerome Powell, aber 2013 ein Vorvorgänger, Mr. Bernanke, der hatte damals das Taper Tantrum ausgelöst. Also Tantrum ist ein Wutanfall und Tapering ist eben die Reduzierung der Anleihekäufe. Damals hat das vor allem die Anleihemärkte erfasst, deren Renditen sind dann ziemlich stark gestiegen. Damals die Aktienmärkte auch sehr unruhig, aber nicht so stark wie die Anleihemärkte. Vielleicht könnte es diesmal die Aktienmärkte treffen, so ein Artikel heute. Und manche hat es schon getroffen, etwa meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die macht sich jetzt verstärkt Gedanken, ja, warum läuft mein Portfolio so scheiße, ist doch vorher immer alles schick gewesen, warum underperforme ich etwa den Nasdaq, also, und da hat sie eine revolutionäre Aussage getroffen, ja, also die Inflation scheint die Ursache zu sein für ihre Innovation Stocks, die faktisch ja unprofitable Stocks weitgehend sind. Zero Hedge kommentiert das in einer Weltklasse Nüchternheit, sarkastischen Nüchternheit ist mit Big If True. Also ein Riesending, wenn das wahr wäre. Dabei ist das so offenkundig, dass es jedem schon ins Gesicht springt. Na klar, weil die Fed eben die Geldpolitik straffen muss, ist das schlecht für unprofitable Tech-Unternehmen. Und wir sehen, der Abstand zwischen dem S&P etwa und dem ARK Innovation Fund wird immer größer. Jetzt kommen wir mal zum aktuellen Geschehen an den Märkten. Wir haben gestern interessanterweise gesehen, dass plötzlich die Dickfische unter Druck gekommen sind. Etwa eine Microsoft, die zwischenzeitlich über 4% nach dem jahrelang oder monatelangen Siegeszug, den die Aktie erlebt hatte, unter Druck gekommen ist. Das war der größte Fall seit Oktober 2020. Wir sehen eine Google hier unter Druck und wir sehen auf der anderen Seite, dass eben beide Aktien jetzt an wichtigen gleitenden Durchschnitten sind. Wir haben solche Kerzen schon mal gesehen, etwa bei Google. Das kann auch ganz schnell sich wieder umdrehen, aber jetzt geht es um was, jetzt geht es um gleitende Durchschnitte, jetzt geht es um die Gewinne, die erzielt wurden von vielen Investoren, von vielen Managern, die sitzen dick auf diesen Gewinnen, die haben teilweise auch aus steuerlichen Gründen etwa Verliereraktien verkauft, das ist aus steuerlichen Gründen dann durchaus rational, wer etwa zu spät bei einer GameStop oder solchen Meme-Aktien eingestiegen ist und jetzt auf Verlusten sitzt, der muss dann da raus, wenn er das steuerlich noch geltend machen will. Aber viel wichtiger sind eben diese Dickfische wie Microsoft, wie Google, wie Apple, die Märkte ja, die die Indizes ja bisher oben gehalten haben. Also darauf wird jetzt zu achten sein, da muss jetzt was kommen. Und Jerome Powell selber hat ja ein sehr, sehr großes Portfolio, vor allem mit Russell 2000 Produkten, also diese Nebenwerte. Und wenn wir uns das mal anschauen, diese Kerze, ich weiß nicht, ob Sie das gut sehen können, diesen Docht nach oben, das ist ein Quartalschart. Also wenn das so enden würde, dann wäre das eine ziemlich üble Umkehrformation. Also das würde dem persönlichen Wohlstand von Jerome durchaus schaden. Und jetzt muss er also versuchen, diesen Fehler aus dem Dezember 2018 zu vermeiden. Hoffnung für die Bullen, meine Damen und Herren. Und Sie wissen ja, ich zähle zu den bullischsten Menschen unter der Sonne. Dementsprechend zeige ich Ihnen jetzt extrem bullische Charts. Wir sehen hier erstmal S&P 500 Post-Election Year Seasonality. Das ist die dunkelblaue Grafik. Hellblau ist das Durchschnittsjahr. Wir sehen, dass es in Nachwahljahren, in dem wir ja sind, Anfang Dezember dann durchaus kräftig nochmal oder einigermaßen nach unten geht, bevor dann der Move nach oben kommt. Hier unten die zweite Grafik zeigt eben auch, ab Mitte Dezember verbessert sich die Saisonalität. Wir haben jetzt den
Verfall am Freitag, das wird extrem wichtig. Es kann also sein, dass die Positionierung allein in diesen Verfall hinein eine maßgebliche Rolle für die Märkte spielen wird, egal was die Fed sagt. Das ist also ein zweiter ganz großer Unsicherheitsfaktor, der hier kommt. Und Nomura sagt, ja, wir sind schon hier im Bereich einer Kapitulation, die jetzt eben einen solchen Move nach oben bringen könnte. Das wird sehr spannend zu sehen sein, was da abgeht. Noch andere Meldungen, das US-Abgeordnetenhaus hat jetzt die 2,5 Billion Debt Ceiling Increase gebilligt, also die Anhebung des Schuldenlimits von 28,9 Billionen auf 31,4. Warum nicht 310,4 Billionen, könnte man fragen. Jetzt muss das Ganze noch zum Senat. Das Abgeordnetenhaus hat dann übrigens auch eine Uiguren-Bill, Zwangsarbeitsbill gegen China erlassen. Das hat schon scharfe Reaktionen der Chinesen wiederum hervorgebracht. Und apropos China, wir sehen ziemlich schwache Daten jetzt aus dem Bereich der Mitte. Retail Sales deutlich schlechter als erwartet. Wir sehen die Industrieproduktion, die etwas besser ist. Das ist aber der einzige Ausreißer nach oben. Auch die Fixed Investment, also praktisch die Bauinvestitionen, sind rückläufig und vor allem die Chinese New Home Prices sind rückläufig mit minus 0,33% zum Vormonat. Das ist jetzt der dritte Monat in Folge, in dem die Hauspreise in China fallen, und das wird ein bisschen kaschiert, weil in Städten wie Peking etwa oder Shanghai kaum Rückgänge oder teilweise sogar noch Zuwächse der Fall sind, aber in diesen Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5 Städten, also den kleineren Städten in Anführungszeichen Chinas, da sehen wir, dass die Preise viel deutlicher noch zurückgehen, und wir sehen auch, dass die Arbeitslosigkeit, die offizielle Arbeitslosigkeit in China auf 5,0% gestiegen ist und die Hours Worked, die wöchentlichen Arbeitsstunden sind deutlich gefallen. All das zeigt, dass da richtig Dampf im Kessel ist. Chinas Wirtschaft ist deutlich, deutlich im Abschwung. Und deswegen ja auch das Umdenken offenkundig von Xi Jinping. Der will jetzt mit seiner Notenbank ein wenig mehr Stimulus reinbringen. Wir haben in Sachen Corona Google jetzt, die sagen, also wer nicht sich an die Vorgaben hält, die das Unternehmen in Sachen Corona-Politik gibt, vor allem in Sachen Impfung, der wird nicht mehr bezahlt oder sogar entlassen. Eine absolute Verschärfung nochmal dieser ganzen Geschichte. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Inflation auch in Deutschland zurückkehren, dann sehen wir hier mal die Entwicklung, wie jetzt die Analysten prognostizieren, wie die Inflation in Deutschland im Jahr 2022 ausfallen wird. Und wir sehen, das ist immer weiter nach oben gegangen auf jetzt 2,6%. IFO kam ja gestern mit einer Meldung, die haben ihre Inflationserwartung auf 3,3% angehoben für das Jahr 2022, und man sagt, die Lieferengpässe, die bleiben erstmal, die Inflation bleibt erstmal, das wird nicht so schnell vorübergehen, und deswegen spricht Hans-Werner Sinn in seiner Weihnachtsvorlesung wörtlich, wir haben Inflation, wie sie in einem Menschenleben einmal vorkommt. Das hat die EZB natürlich noch nicht so ganz überrissen, aber vor allem die Erzeugerpreise massiv nach oben, Energiepreise massiv nach oben. Das ist ein richtiger Schock, der da passieren wird, den die Notenbanken, also den vor allem die EZB bisher beiseite wischt, und vor allem mein heißgeliebter zweit- oder drittbester Freund, das muss ich noch für mich eruieren, Marcello Fraccherino, der gesagt hat, also wer solche Ängste vor Inflation schürt, ist ein Populist. Da wird gesagt, ja, ist doch gut, wenn die Energiepreise ansteigen, gell, das ist ja dann wegen der grünen Geschichte ganz wichtig. Gut, kann man so sagen. Nochmal eine kleine Erinnerung, CO2-Emissionen China, Faktor 16 von Deutschland, das kommt etwa mit der Bevölkerung hin. Das heißt, wenn China etwas macht, hat das eben deutlich mehr Effekte. China baut jetzt alleine in einem Jahr mehr Kohlekraftwerke, als wir überhaupt bis 2030 abbauen können. Gut, dann zahlen wir die Zeche. Es muss etwas passieren, das ist gar keine Frage. Und es ist gut, wenn wir aus der Kohle rausgehen. Auch das ist keine Frage. Aber man macht sich jetzt eben, wenn man die Atomkraftwerke als Backup-System noch abschaltet, dann immer abhängiger von russischem Gas. Und das ist vielleicht nicht die beste Idee. Boom und Bust mit Robert Thalberg, ein super Bulle. Und ich werde versuchen, in einen interessanten und kritischen Dialog mit ihm einzutreten am Donnerstag 18.30 Uhr bei Boom und Bust, und empfehle Ihnen als Vorbereitung hier ein Interview, das er gegeben hat bei Mission Money, und ich habe diesen Artikel, den ich darüber geschrieben habe, getitelt Aktienmärkte, fürchtet euch nicht, die Jahresendrally kommt. Robert Halver wird für Sie den Weihnachtsmann spielen, unter dem Video verlinkt. Das sollten Sie sich anschauen, wenn Sie Interesse haben an diesem
austauschen mit Robert Halver und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Ich kann mir vorstellen, das wird nicht nur unterhaltsam, sondern wirklich auch thematisch richtig interessant. Also unter dem Video verlinkt dieser Artikel, wo dieses Interview von Halver mit inkludiert ist. Jetzt wünsche ich einen guten Start in diesen fetten Mittwoch. Ich werde heute das Markeflüster auf jeden Fall vor der FED-Sitzung machen, um da nochmal die letzten Dinge zu besprechen. Servus und ciao.